Ja, ich habe mit dem Bachelorstudiengang an der Hochschule gute Erfahrungen gemacht und wollte mein Wissen erweitern und vertiefen und habe deshalb den Master auch angeschlossen. Ja, speziell die Kombination aus Management, BWL und Gesundheitsmanagement hat mich sehr interessiert. Und deshalb habe ich mich für den MBA entschieden mit dem Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement, da ich da auch meine berufliche Zukunft sehe in dem Bereich. Ja, also der Teilsunterricht auf Englisch ist schon eine Herausforderung, aber auch sehr interessant, mal aus einer anderen Perspektive das Ganze zu sehen und natürlich auch die Case Studies, sehr praxisorientiert und deswegen auch hilfreich für die spätere Tätigkeit. Ja, also ich bin so ein bisschen in allen Bereichen tätig, natürlich im Trainerbereich hauptsächlich. Wir haben da auch im Anschluss an das Bachelorstudium eine gute weitere Zusammenarbeit geknüpft, ja, also mit den Präsenzphasen und mit der Arbeit hier. Und ich habe auch ein Gesundheitsförderungsprojekt letztes Jahr durchgeführt, das war bei dem Reifenhersteller Continental in Frankreich. Da hatten wir ein dreimonatiges Projekt, ja, und waren mit guten Ergebnissen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich empfehle es auf jeden Fall Studierenden weiter, die auch später mal eine Verantwortung oder Führungskraft sein möchten und die auch speziell ihr Wissen erweitern und vertiefen möchten.